TV, 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 Xing Xing TV. Den müssen wir nicht. Okay. Ja, okay, Leute. Also der Computer läuft schon mal. Der Computer läuft und wir haben den dritten Podcast jetzt. Und zu Gast ist Jan alias Vigo Jasmine Mesh. Mhm. Mein Name ist Philipp Süß und ich freue mich, dass wieder so viele Leute zuhören. Ne? Ja, klar. Weil ihr wahrscheinlich vom ersten und vom zweiten Podcast so begeistert seid von der Kurzweiligkeit und auch von den interessanten Inhalten her. Ich denke, das können wir hier spielend halten. Eulen-Content. Das ist ein Eulen-Content. Was ist ein Eulen? Auf der Plättchenseite. Was ist ein Eulen? Ich glaube, das war mal ganz kurz modern, ja. Eulen im Internet zu posten. So habe ich es kapiert. Ich habe zumindest eine Eule vorher gesehen. Ein bisschen später hat der Siggi Stargast von meiner Punkband, ich glaube, das Frettchen und der Weihnachtshermaphrodit, auch eine Eule gepostet und hat geschrieben, bisschen Eulen-Content auf der Frettchen-Seite, geht doch klar, oder? Das fand ich witzig, weil das auch so ein chaotischer Humor ist, ne? So ein bisschen wie Helge Schneider, ne? Und diesen chaotischen Humor, den zelebrierst du ja auch gern auf der Bühne, ne? Oder? Ja, ich mag, wenn das interaktiv wird. Ja. Das mag ich gerne. Ich habe manchmal auch immer auch eine Rassel dabei. Manchmal gebe ich die ins Publikum ab. Das ist dann manchmal ein bisschen schade, wenn das dann nicht so gut klappt, ne? Weil irgendwie Leute denen das Lied anders rhythmisch interpretieren, als ich es tue. Und dann habe ich doch recht viele Breaks, die geplant sind. Ja. Vielleicht ist es gar nicht so chaotisch, wie ich mir denke. Wie meinst du geplant? Also du denkst dir das vorher aus? Ich denke vorher aus, wann da ein guter Break wäre. Und dann probiere ich auch viel rum manchmal. Zuletzt wieder bei einem Lied, das ich jetzt auch hier jetzt bald in Ehrenfeld spielen möchte. Mit Kadav, du schnappst. Da ist eine Stelle. Kann sein, dass ich während des Konzerts nochmal spiele, weil ich denke, scheiße, so war die nicht gut. Also du sitzt schon zu Hause und denkst dir so Momente aus, wo das geil kommen könnte, wie du das Publikum mit einbeziehst, oder? Ach so, nee, wann Break kommt. Ah, nee, ich plane nicht, wann ich das Shaky Egg abgebe. Nee, das nicht. Aber was meinst du, wann Break kommt? Das passiert mir. Wie du? Wenn ich zu Hause das Lied spiele ich das ja, damit mir das erstmal gefällt. Ja. Und erst in, ja genau, und dann, wie mir das gefällt. Ja. Und dann denke ich, jetzt ist aber langweilig. Da könnte jetzt mal ein Break passieren, so, ne? Das dauert ja schon ziemlich lange, der Teil. Ja. Ja, genau. Und dann hat man, weil man ja schon so viele Lieder gemacht hat, oder ich, auch so viele Akkordwechsel durch. Und dann kann man trotzdem nochmal die gleiche Akkorden oder die ähnlichen Akkorde benutzen, aber man hat jetzt einen Break reingehauen, man hat sich weiterentwickelt, ne? Also damit kannst du wieder einen neuen Song machen mit den gleichen Elementen. Denke schon. Nein, wie das halt so ist. Das weißt ja auch du, Philipp, wie das so ist beim Liederschreiben, ne? Man fühlt das und manchmal fühlt man es nicht und dann hat man aber schon so viel dran rumgearbeitet und dann will man, dass man wieder was fühlt. Und dann lässt man sich was einfallen. Einen neuen Teil, einen Break. Ja. Rhythm Change. Rhythm Change, genau. Ja. Und du hast relativ viel Output, oder? Du schreibst viel, oder ist das nicht so? In letzter Zeit nicht mehr so viel. Ich hatte viel Output zu Teenager-Zeiten. Und woran liegt das, dass du nicht mehr so viel hast? Hast du da mal drüber nachgedacht? Geht's dir zu gut? Ja, könnte sein. Ich habe viel über Liebeskummer gesungen und über Ziellosigkeit. Und die Themen sind nicht mehr so aktuell. Ja. Nee, ja. Ich habe jetzt eine Teilzeitstelle.
Ja, dann hört diese Ziellosigkeit so ein bisschen auf, ne? Man kriegt, also so geht es mir zumindest. Also man fühlt sich zumindest sicher. So. Ja. Und die kriegt auch die sowas. Existenzangst ist weg. Sowas wie Bodenhaftung, ne? Also dieses nur da sitzen und übers Leben nachdenken und sich überlegen, wie wäre es, also in nur so ausgedachten Räumen sich aufzuhalten, ne? Und dann gehst du halt zur Arbeit. So. Ja. Das ist halt, also während des Studiums hatte ich das halt ganz krass. So. Mm. Ja. Wofür studiert man das? Wo soll das hingehen? Bringt das überhaupt was? Kriege ich eine Stelle? Ja. So habe ich dann im Prinzip doch wieder nur Abitur, wenn ich das Studium fertig habe. Und es ist halt mega abstrakt, die Welt. Also so. Ja, also ist echt viel Trips, los. Ne? Ja. Und viel los gerade. Und findest du das gut, dass du nicht mehr so viel schreibst, oder ärgert es dich manchmal? Das finde ich ein bisschen traurig, dass ich nicht mehr so viel schreibe. Deswegen sitze ich selten an der Gitarre auf. Vielleicht muss ich ein anderes Instrument lernen. Synthi oder Loopstation. Aber ich habe keinen Bock auf die Schlepperei. Verstehe. Ja. Aber genau, aber vielleicht bedrückt dich das ja bald so sehr, dass du so wenig Lieder schreibst, dass du darüber dann wieder den neuen Schreibimpuls bekommst. Könnte sein. Ja, es gibt auch ein Lied von Frettchen, von meiner Punkband. Da geht es auch wiederum darum, dass ich einfach so von früher erzähle. Ja. Also nichts mehr. Ja. Ja, wieso nicht? Ja, ist mir wieder was eingefallen. Ganz guter Text. Ja, wir ja, das finde ich ganz gut, das Stichwort, weil als ich jetzt hier hingefahren bin, habe ich so drüber nachgedacht, was interessiert mich so bei dir im Speziellen, und wir kennen uns ja schon eine ganze Weile, ne? Also wir kommen beide aus Krefeld und zumindest kennen es übertrieben, aber sind es schon häufig über den Weg gelaufen, ja, und schon vor echt langer Zeit. Wasserkeller, ne? Haben wir zusammen gespielt. Vor, was weiß ich, 18 Jahren, 17 Jahren? Ja, kann gut sein. Genau. Und ich habe in Krefeld ob de Bühne gespielt. Und was bei dir so interessant ist, ich meine, das, was du jetzt gerade sagst, Stichwort von früher, dass du so viel durchziehst von dem, was du damals auch, wofür du damals auch schon standst, finde ich jetzt so, wie ich, wenn ich dich treffe, so diese Präsenz und eben das. Diese Punk-Attitüde und auch in deinem Äußeren irgendwie repräsentierst du immer noch ganz viel von dem, was du damals auch schon repräsentiert hast. Und, der Punk ist das Geilste, ne? Ja, ich stelle das bei so vielen Leuten fest in unserem Alter. Ich stelle es bei so vielen Leuten fest in unserem Alter, dass die so vieles einfach hinter sich lassen, so als, ach, das war Jugend oder das war Studium und das ist einfach abgeschlossen. Ja, was ist das, was du dir gerne bewahren willst? Also was ist das, was früher schon deine Überzeugung war? Oder? Ich halte mich gern in weltoffenen Zusammenhängen auf. Und dann sind ja so AZs und Konzertsäle von linken Bands eigentlich ja ganz, ganz guter Ort dafür, dass man sich wohlfühlt, weil da sind immer alle so weltoffen. Finde ich gut. Ja. Klar, und Kultur, ne? Rock'n'Roll-Kultur finde ich auch heute noch beneidenswert. Bewundernswert. Ich gehöre ja doch manchmal dazu, bin dann aber neidisch auf Leute, wo ich denke, die sind noch mehr Rock'n'Roller, die haben oder die fühlen das noch mehr, die sind noch mehr mit der Musik unterwegs und sind trotzdem noch cool drauf. Aber was macht das für dich aus, dieses noch mehr Rock'n'Roll? Also was ist, wodurch ist das charakterisiert? Ja, dass die nicht mehr Teilzeit arbeiten müssen. Also die einfach... Und von dem, was sie am meisten lieb haben, leben können. Aber klar, kann natürlich auch sein, dass man seine Teilzeit liebt und dann, also... Oder gerade, dass man sich nicht auf eins festlegen muss, ne? Also es kann ja auch sehr, sehr bereichernd sein, unterschiedliche Sachen machen zu können im Leben, ne? Ja, sicher. Aber bei dir ist das schon so, dass du eigentlich auch gerne dieses Rock'n'Roll-Leben hättest, oder? Ach, ich fände das schon ganz cool, nicht mal um 6 Uhr aufzustehen. So, wer will mir gefallen, ja. Definitiv. Und
inwiefern findet sich dieses, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, das ist ja so schon sowas, dieses Festhalten von dem, was man früher gut fand, ne? Das ist, hat ja schon sowas irgendwie so lieb gewordene Tradition, oder ist Tradition ein falsches Wort? Nö. An Weihnachten spielt immer meine Punkband, an Silvester spielt immer meine Coverband. Und das magst, schon, magst das du sind diese schon Traditionen, die ich ganz lieb geworden habe. Ja, diese Rituale magst du auch gern? Ja, es sind immer nette Leute, mit denen man da rumhängt. Und alle fühlen sich gut, alle mögen Musik, alle sind friedlich drauf. Ja, so das ist also Rock'n'Roll, ne? So Musik und cool drauf sein, also im Sinne von nett. Ja. Aber auch ein bisschen cool, weil man sich so wie seine Idole gekleidet hat und sich schick gemacht hat. Um den anderen zu zeigen, hey, sprich doch auch mit mir über Musik. Guck mal, was ich für ein T-Shirt trage. Ich habe Ahnung von Musik. Ja, komm schon, sprich mit mir also, über Musik. und das ist halt schon ein wichtiges Element, dass das verbindende Element, dass alle irgendwie die gleiche soziokulturelle Bildung praktisch mitbringen oder eine ähnliche Sozialisation, was die Musik anbelangt. Also man trifft sich dann im Raum und hat einfach ein Gesprächsthema, wie so Fußballfans, die dann über Fußball reden. Ja, sicher, mit Sicherheit. Ja. Ja, guter Vergleich. Ja. Guter Vergleich. Vielen Dank. Ja, ich gehe gerne so auf Partys, wo ich weiß, was da für Musik läuft. Ich mag gerne Indie-Pop-Rock am liebsten, glaube ich, in der Disco. Ja, da kennt man langsam auch alles, ne? Das ist ein bisschen doof. Hast du denn mittlerweile auch dieses Gefühl, dich so alt zu fühlen, weil du immer die Referenzen kennst und denkst, oh, ich kenne das aber schon geiler? Und also wenn man da so tief drin ist, wie das bei dir den Anschein hat? Ja, nee, Konzerte. Also wenn du so Kraftklub hörst oder sowas, was jetzt so für die Kids voll am Start ist. Das ist ja jetzt musikalisch nicht sonderlich originell, aber... Och, doch, finde ich aber schon so mit... Ja? Doch, hier mit so Melodie-Gitarre und Disco-Rhythmus. Ja. Ein paar lustige Texte. Doch, das finde ich schon okay, Kraftklub. Ja, genau. Ich habe mir die erste Platte geholt, nachträglich. Mhm. Das war nicht so spannend, das so zu Hause zu hören. Aber wenn man die Platte nicht hört, kann man live nicht mitsingen, ne? Ja. Nee, ich glaube, ich werde irgendwann mal wieder auf ein Kraftklub-Konzert gehen. Ja, das war das erste und einzige Konzert in meinem Leben, wo ich ermahnt wurde zu tanzen von anderen Fans. Die haben gesagt, tanz? Ja, ah, ja. Wurde aufgefordert. Ja, man kennt das ja auch viel so von Konzerten, dass man, also umgekehrt, ne, dass man so am Tanzen ist und andere Leute wollen, dass man ruhig ist. Ja, gerade wenn man... Ja, das ist zum Beispiel nicht Rock'n'Roll, finde ich, ganz massiv. Ja. Auf ein Konzert zu gehen und nicht tanzen zu wollen, ja. Das sehe ich nicht ein. Ja. Das finde ich schlimm. Ja, aber dieses... Ah ja, diese Altwertsache. Genau, das interessiert mich sehr. So, man kennt alles schon, ne? Man war jetzt irgendwie 30.000 Mal bis 7 Uhr wach und noch länger. Ja. So, das ist ein bisschen, nicht mehr ganz so spannend. Man ist sicherlich auch schneller müde. Also, was sowohl Tage in Folge als auch die Stunden, die man dann am jeweiligen Tag durchhält, auch das ist nicht spurlos an mir vorübergegangen. Aber es ist ja auch in diesen Ritualen, so geht es mir zumindest, dass mich das dann schon mal, dass sich das einfach nicht mehr so anfühlt. Ich meine, du hast es ja gerade ein Beispiel von einem Song erzählt, ne? Dass man irgendwie was verändern muss für sich, dass das wieder intensiv ist, irgendwie so, oder? Dass man wieder intensiv ist, sich intensiv fühlt? Ja, dass das wieder sich anfühlt. Also wenn du immer an den gleichen Ort gehst und das Gleiche machst, dann wird es irgendwann lau. Oder so. Und das ist so ein bisschen etwas, was mir zunehmend auf den Sack geht. Immer leg mal wieder die CD von früher ein und dann haben wir wieder das Gefühl von früher. Also ich empfinde mich als zu jung, um jetzt schon so, ich will eigentlich nie so alt sein, dass das so ein reiner Anachronismus ist. Ne? Man sitzt da und ich fühle mich wieder so gut wie... Ja, also mir fällt es schwerer, gute Lieder zu schreiben, mich selber flashen. Und mir fällt es auch schwerer, gute Lieder zu hören, die mich wieder flashen. Ja.
weil ich irgendwie alles kenne. Ne? Ich dachte auch mal immer wieder, so man könnte auch aufhören, Musik zu machen. Es wurde irgendwie alles schon gesagt. Ne? Aber so Konzerte sind schon noch immer noch ganz cool. So, doch meistens. Und genau, du hast jetzt gesagt, man könnte aufhören mit Musik machen, weil es wurde alles schon gesagt. Also ist es dir wichtig, etwas Neues zu machen auf der Bühne? Also neue Songs in dem Sinne, dass du etwas neu entwickelst, neu entdeckst, etwas weiterentwickelst? Ich werde schon gern besser auf der Gitarre und beim Singen. Ja. Klar. So. Und ja. Ich meine jetzt aber auch in dem Kontext. Also es gibt ja einfach so viel anderes und man gehört ja irgendwo auch dazu und bei dir ist es ja schon so, dass du dich schon auf diese Rock'n'Roll-Musik sehr beziehst in dem, was du machst. Ne? Ja. Ja. Inwiefern ist dir das wichtig, da irgendwie originell anders zu sein in dem, was du da tust? Ach, die Lieder müssen gut sein und ich lerne vielleicht besser zupfen oder werde noch schneller. Sing mal hier da was anders als früher oder besser. Ja, wie gesagt, also ich habe auch schon überlegt, irgendwie so Synthes und Loopstations anzuschleppen. Aber ich bin echt faul, ne? Also ich bin eh schon so viel am Schleppen, immer Gitarre, Verstärker und hier Mundharmonika, Gedöns, Gitarreneffektgerät. Das ist ja schon viel, ne? Ja, aber das genau, was mich interessiert, das habe ich auch schon Max Freitag und Oliver Mink in den ersten, vorhergehenden Interviews gefragt. Teil 1 und Teil 2, genau. Die Frage, was willst du damit? Also hast du da irgendwie einen Gedanken dran, wieso du das machst, was du auslösen möchtest beim Zuhörer oder bei einer und oder einer Zuhörerin? Gute Wortwahl. Musik will ich auslösen. Also es hat mich ja geflasht, als ich zum ersten Mal Rockbands gehört und gesehen habe. So fand ich ja gut, wollte ich dann auch können. Und klar, als man dann irgendwie noch so ein Teenager ist, der nicht weiß, wohin mit sich, dann dachte ich natürlich auch, ja, vielleicht kann ich davon auch mal leben. Ja. Genau. Ja, vielleicht kann ich da auch mal mit leben, aber also zum einen das, aber ich war mir auch immer sehr wichtig, möglichst meine Ideale nicht zu verkaufen. So, ja, das will ich vermitteln. Aber Ruhe, ne? Musik und gute Laune. Ja, es geht schon viel um den Spaß im Moment, ne? Also sich dem Moment hingeben. Selbstverständlich. Ja. Aber um welche Ideale geht es auch? Weltoffenheit. Also das, was du gerade schon benannt hast. Das, was ich gerade schon gesagt habe. Ja, ne? Ja. Und ich weiß nicht, ob das so ein bisschen zu psychologisierend ist, aber inwiefern findet sich das in deiner Musik wieder? Ich bestehe darauf, als Delfin-Jugendliche betrachtet zu werden. Das findet sich darin wieder. Was bedeutet das? Entschuldigung. Dass man selber entscheiden darf, welchem Gender und welcher Race man angehört. Und das der Begriff, ist das ein... Das ist ein Liedtext, den ich gerade zitiert habe. Das ist in meiner Musik zu finden. Ja. Ich bestehe darauf, Delfin-Jugendlicher zu sein. Und das hast du selber ausgedacht, den Begriff Delfin-Jugendlicher, oder? Ich glaube schon. Ja? Also es gibt eine Folge von South Park, wo sich der Vater vom Kyle, ist es, glaube ich, sich in einen Delfin operieren lässt. beim Chirurgen. Also jemand, der auch so andere Schönheits-OPs und Geschlechterumwandlungs-OPs durchführt. Ja. Von dem lässt er sich in Delfin verwandeln. Ich mag es nicht mehr beschwören, weil das Lied ist auch so von 2007 oder 2008. Aber ich glaube, das Lied war zuerst da, bevor ich die Folge gesehen habe. Tatsächlich. Ja, vielleicht habe ich mir das ausgedacht. Und Delfin, wieso ist Delfin da eine gute Metapher für? Weil ja so viele Delfine bewundern, ne? Sehr beliebtes Tier bei Alt und Jung. So auch wie ein Gepard.
auch sehr beliebt, also weil, weil die auch so schnell sind. Könntest du auch gepaart Jugendlicher sein. Ich könnte auch gepaart Jugendlicher sein. Ja. Aber das mit dem Wasser finde ich ganz gut. Ja. Nee, ich war Delfine war ich. Also Geparden auch und Tiger und Haie. Aber ich glaube, Delfine sind schon meine Nummer eins. Vielleicht, weil ich damals mit meinem Onkel ins Fußballstadion gegangen bin. Und da kam Stefan Reuter und entweder mein Onkel hat es mir erzählt, da haben die Stefan Reuter gezeigt. Und entweder mein Onkel hat es mir erzählt oder ich wusste das von den Duplo-Aufklebern. Ich wusste auf jeden Fall, dass Stefan Reuter ein sehr schneller Fußballspieler ist. Und daher ja Delfin und Geparden auch sehr schnell sind, kann das gut sein, dass mich das... Nee, umgekehrt. Ich fand Delfin und Geparden schon gut und deswegen fand ich Stefan Reuter weil das schnellste Tier im Wasser, das schnellste Landtier und der schnellste auf dem Platz. Ne? Klar. Das ist der Weg kurz. Ne? Ja. Ja, klar. Ich glaube, deswegen meine Affinität zu Delfin. Dann gibt es noch, wenn du kein Wasser magst, hast du auch keinen Durst. Nee, das war Quatsch. Ich wollte ein Lied über Party machen, aber das ist ja genau das Gegenteil von Party. Das war ein Lied über Erziehung. Ja. Über Erziehung. Aber es geht bestimmt auch um Party. So von morgens bis nachts oder umgekehrt, von nachts bis morgens. So was singe ich bestimmt. Genau, du hast, wir waren gerade bei den Idealen und du hast angefangen mit dieser Weltoffenheit, dann der Delfin-Jugendliche oder das Delfin-Jugendliche, wenn man präzise sein will. Wie man es nimmt, genau. Und hast du da noch mehr, was dir da wichtig ist oder was du vertrittst mit deiner... Nee, das sind die zwei... entscheidend, also diese Offenheit. Ich mag gern Party, ich mag gern nett sein. Ja. Und also zu nett sein gehört, dass jeder sich so definieren kann, wie er will. Ja. Außer brutal darf man nicht sein. Ja. Okay. Es sei denn, man findet sich mit anderen Brutalen zusammen und feiert sich dann gegenseitig darauf ab, wenn man die anderen damit in Ruhe lässt. So Fight Club-mäßig. Sollen die mir das von mir aus auch machen. Ja. Okay. Ja, es ist einfach und gut, ne? Wenn das so wäre. Ne? Ja. Eine Utopie. Das ist utopisch, ja. Genau, weil dann müssten ja auch die Leute dafür alle so weit sein, ne? Ja, man kann aber nichts anderes machen, als das vertreten, was wofür man steht. Ne? Also anders wäre ja Quatsch. dann passiert es ja gar nicht, nicht mal in der schönen Szene, in der wir uns bewegen. Ne? Ja. Ja, und dann wäre es ja auch nicht mehr offen. Nee. Ja. Und warum ist dir das Party-Ding so wichtig? Ich glaube eher aus, wegen Leute treffen, kennenlernen, dadurch seinen Horizont erweitern. Musik mag ich gerne, ich tanze gerne. Aber lieber mit Leuten zusammen als alleine. Ja, wegen diesem Netzwerk. Ne? Man hat Tanz und Netzwerk in einem. Und der Exzess. Und oder? Ja, der Exzess, aber der ist ja nichts, worauf man so stolz sein kann. Sollte vielleicht. Nee. Ja, nee, was heißt Stolz? Stolz ist ein scheiß Wort natürlich in dem Zusammenhang. Ja, also aber der Rausch ist doch schon... Mir macht das schon Spaß und mir passiert das auch immer wieder. So blöd, dass das so krebserregend ist, ne? Ja, okay, aber, na klar. Aber okay. Bier und Zigarette, ich finde den Lifestyle bis heute unschlagbar. Ja. Es ist so doof, dass das so krank macht. Das beschleunigt halt einiges, ne? Das stimmt. Das wäre echt gut. Aber ist ja nicht so. Ne? Ja, aber du sprichst gerade so, als ob du da schon auch mit haderst, mit diesem Lifestyle. Ja, weil... Also du würdest schon auch gern mal so ein ganz alter, gesunder Opa sein, der Delfin-Opa. Delfin-Senior-in. und oder in. Ich wäre eigentlich schon gern alt, glaube ich. Ja. Ja, also ich bin mir ziemlich sicher, das glaube ich, habe ich gesagt, weil ich nicht so wirklich viel dafür tue, ne? Ja.
Also ich höre ja nicht auf mit mal Zigaretten und Bier. Irgendwie. Ja, das eine schließt das andere aus. Ne? Vielleicht. Aber die Wahrscheinlichkeit erhöht sich natürlich dadurch. Ja, ja, wobei, ich habe ja einige Jahre auf einer geriatrischen Station gearbeitet, im Krankenhaus, also Station für Alterserkrankungen. Und da ist meine Beobachtung, meine kleine Küchensoziologie, dass die Leute, die dann auch sterben können und entspannt sind, die auch im Leben alle Energie gelassen haben. Also diese Logik, ich spare mich jetzt heute auf und gebe mir Mühe, dass ich dann im Alter noch Energie über habe, die führt aus meiner Sicht in großes Unglück. Du meinst die Leute, die sich mehr haben gehen lassen, auch im Rausch, die waren glücklicher am Ende? Ja, das muss ja nicht Rausch sein. Ich meine, das ist schon ziemlich auf alles bezogen, dass man den Moment nimmt. Also, dass man Dinge zum Beispiel klärt im Moment und nicht aufschiebt und nicht... Also diese Logik des Sparens in allem. Ne? Also es kommt ein späterer Moment, wo ich das vielleicht noch klären kann, wo ich das vielleicht besser brauche, was ich da brauche. Also so immer auf so eine Zukunft hinlegen. So wie, boah, die Kippe rauche ich jetzt nicht, jetzt kommt bestimmt gleich noch ein coolerer Augenblick für eine Kippe. Ja, genau. Man sollte jede Kippe mitnehmen, dann ist man am Ende entspannter, wenn es soweit ist. Ja, ich weiß nicht, die Kippe ist eine schwierige Metapher in dem Zusammenhang. Lecker, lecker Bier, lecker, lecker Bier. Aber ich weiß, natürlich ist das eine kleine Beobachtung, aber diese das leuchtet mir einfach auch viel zu sehr ein. So, das Jugend ist nichts, was aus meiner Sicht nicht etwas, was man bewahren muss, sondern was verschwendet sein will. So. Mhm. Also ich glaube, das gehört einfach genau hierhin. So, das so. Und wenn man dann müde ist, dann lässt man es. Oder wenn diese du hast ja gerade schon von dieser längeren Regenerationszeiten zugesprochen, dann hast du halt irgendwann keinen Bock mehr vielleicht darauf. Und dann ist es auch gut. Dann lässt es halt, ne? Ja, vielleicht. Ja, genau. Hier, Konzerte macht er ja auch, ne? Wir machen Konzerte, ja. Köln ist schwer zum Konzerte machen, ne? Gut, dass es Leute wie euch gibt. Wieso ist das schwer? Das machen. Also ich habe keinen Vergleich. Ich finde, dass die Stadt wenig macht, um Kleinkunst zu fördern. Sowohl klein im Sinne von jetzt nicht für den großen Markt tauglich oder gedacht, und klein auch im Sinne von jugendlich sein, also tatsächlich 15 sein und man versucht eine Band zu starten. Und dann hat man wenig Möglichkeiten. Ne? Es gibt hier diese Pay-to-Play-Sachen. Die hier Blue Shell und MTC. Ne? Machen wir keine Werbung für. Nee, echt nicht. Boah, fand ich so scheiße, da zu spielen. Ja, ist so. Ja. Das ist echt eine Logik, die mir nicht einleuchtet. So. Also dafür habe ich auch einen zu hohen Begriff von Kunst. Also, dass du zahlen musst, um zu spielen. So. Das ist falsch rum. Also völlig falsch rum. Alle verdienen, nur du zahlst dafür. So, das geht nicht. Ja. Das ist ja ein wichtiger Grund, wieso wir veranstalten. Das ist gut, dass es das gibt. Es gibt ein paar Kneipen, die sich trauen. Ja. Wenn man sich gut mit seiner Stammkneipe versteht, sollte man da vielleicht mal fragen. Gleich machen die das ja auch. Das ist natürlich auch das nächste Gute am Songwriter Musik machen. Ja. Dass das nicht so laut ist, ne? Man muss sich, es ist nicht so laut, man muss sich mit niemandem verabreden, mit keiner Band. Ja. Und, das war es schon, ne? Muss nicht so viel schleppen, das auch. Ja. Man muss nicht so viel schleppen. Dafür hat man keine Trommel. Es sei denn, man hat ein Synthi und eine Loop Station, aber ich glaube, ich bin zu faul. Und Cajon finden alle scheiße, ne? Ich mag Cajon. Gibt Leute, die können das gut spielen. Ja. Ich finde es einfach so. Der Fall zum Beispiel von meiner Coverband, Turbo Boost. Ja. Der kann das. Stimmt, gut. Mit dem bin ich ja auch mal, glaube ich, kurz auf der Bühne gewesen. Ja, stimmt. In der Vorstadtprozesse. Ich schan mit Fight, ob der Bühne spielt. Und. Das war auf jeden Fall. Genau, ich fand das sehr, sehr schön, als ich zum ersten Mal die Cajon gesehen habe, weil ich ja sehr gern auch rein akustisch spiele. Ein Schlagzeug zu mitnehmen, ne? Ja. Das fand ich geil. Aber. Dadurch achte ich jetzt auch bei Liedern ja. mit Sicherheit mehr als früher
auf Bass und Snare und das Zusammenspiel. Ich finde es sehr faszinierend, dass die Cajon auch ohne Becken schon ganz schön viel macht. Also diese zwei Grundelemente des Schlagzeugs, Bass, Trommel und Snare, dass die schon reichen, um tanzen zu gehen. Ja. Das fasziniert mich. Ja, das ist ja, auch wenn man so ein Konzert von dir erlebt, dann ahnt man, glaube ich, nicht, wie ausgecheckt das alles ist, was du da machst. Also mich hat das sehr fasziniert, wie viel Zeit du dir für einen Soundcheck nimmst und die, also ja, wie professionell sozusagen du an die ganze Sache rangehst. Ja, ich stehe auf guten Sound, ey. Ja. Gehört auch so zu, ne? Musik, Tanzen, guter Sound. Finde ich geil. Und das ist dann nicht, das ist nicht dilettantisch, was du machst, ne? Nee, glaub nicht. Gar nicht. Also es ist nicht dilettantisch gemeint, ja. Zumindest. Ist gekonnt, ja. Danke. Ja, nee, ja, so ist es. Ich bin auf einer langen Gitarre, ne? Der Eagle hat es mir beigebracht. Eagle. Nee, Age of 13. Ja. Rettchen lädt drüber, wie ich Gitarre lerne. Ja. Das ist ein guter Text. Da gibt es eine erste Strophe und dann diese Reprise. Ne? Ja. Ah, genau. Ah ja, wegen Ige, genau. Es gibt. Ige war mein erster Gitarrenlehrer, ein Kumpel von mir, der Self-Esteem und. Ich glaube, dieses Geräusch. Ich weiß nicht, ob das jemanden stört. Ich würde also das nicht. Gerne vielleicht, dir verbieten. Vielleicht fragen wir mal nach. Darf dir, ja. Ey! Wie sieht's aus? Das könnt ihr bitte dann wieder mit vielen Rechtschreibfehlern unten in die Kommentare posten. Ne? Genau. Das nervt voll. Ja. Genau, mein Gitarrenlehrer und Kumpel damals, der konnte Lieder, die ich mochte, auf E-Gitarre und hat mir das dann beigebracht, weil ich das wollte. Mhm. Und hat aber, glaube ich, auch von Mama ein bisschen Kohle dafür bekommen. Ja, jetzt, genau, was mich halt schon interessiert, was mich ja immer so umgetrieben hat in dem Punk, ist so diese ganze politische Dimension. Hm, spielt die für dich eine Rolle beim Musikmachen, beim auf die Bühne gehen? Ich meine, du hast jetzt gerade über die Stadt Köln gesprochen und so. Also ist diese Pose, also nicht diese Pose, sondern diese Geste auf der Bühne, das, was du da repräsentierst, hat das auch immer noch diesen Mittelfinger an die Gesellschaft? Und also ist dieses was halt auch dem Punk innewohnt, auch ja, Teil deiner? Ist leider wieder die gleiche Antwort. So. Ja, bitte. Ja, ich singe über Offenheit und gegen zu viel Arbeit. Bis das bisschen Arbeit sein muss, sehe ich inzwischen ein. Zumindest wenn man sich dafür entscheidet, in einer großen Stadt zu wohnen und E-Gitarre zu spielen und sich Limo um 6 Uhr morgens am Kiosk kaufen zu wollen, dann muss man das Spiel oder ich sehe die Notwendigkeit für mich, das Spiel mitzuspielen, zumindest in Teilzeit. Aber abgesehen davon singe ich gegen Arbeit. Ja, genau, aber dieses Element gegen hatten wir ja noch nicht in dem Gespräch. Also wogegen du singst. Und was repräsentiert denn Arbeit für dich? Dieses starre, von außen bestimmte? Ja, oder was, genau, dass man da immer hin muss und morgens früh meistens auch schon. Und ja, das nimmt so viel Platz ein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn alle so ein bisschen was machen würden, also alle Leute auf der Welt und alle so 2-3 Tage arbeiten gehen würden und jeder das einsehen würde, ja, ein bisschen muss ich schon machen, so, damit es E-Gitarren und Brötchen und Limo gibt und Play Consoles. dann glaube ich schon, dass das besser wäre für uns alle. Setzt natürlich auch voraus, wieder, dass es dann auch so keine Habgier mehr gibt und sowas. Ne? Ja. Und Leute, die sich besser besser fühlen müssen als andere. Mhm. Ja. Ja, das würde halt genau auch diese Frage nach dem Besitz einfach auch anders, müsste anders beantwortet werden. Ne? Also, Bart, du hast gerade mit
beiden Armen die Geste gemacht. Ist das die Geste, dass das Interview hiermit, dieses Gespräch hiermit beendet ist? Oder dieses Thema? Ja, ich habe langsam Hunger. Du hast Hunger? Oder soll ich gerade zur Bude gehen? Ich bringe hier keine was mitbringen. Nee, ich habe gerade gegessen. Komme ich gleich wieder. Ich bin eigentlich, ich bin völlig entspannt. Aber genau, du hast alles gesagt. Ja, hast du das Gefühl, da muss will nichts mehr raus aus dir? Nee. Ich finde gut, dass es Partys und Konzerte gibt. Ich finde gut, wenn sich alle gut verstehen und sich nicht streiten. Ich finde gut, wenn nicht alle immer zu viel zur Arbeit gehen müssen. Und ich mag Musik. So, vor allen Dingen Indie-Pop-Rock mag ich gerne. So, und schleppen magst du nicht so gerne. Schleppen mag ich überhaupt nicht gerne. Und mit vielen Leuten verabreden ist schwierig. Ja, wenn du viele Leute in der Band hast, dann kann mal einer nicht oder mal zwei nicht. Dann ist so schade, ne? Weil ich mache ja gerne Musik. Ja. Und ansonsten finde ich das schon gut, wenn wir so mit Trommel und mehreren Instrumenten unterwegs sind. Das klingt ganz geil, ne? Ich mag guten Sound. Ja. Okay, ja, aber dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, danke, dass ihr das macht. Ja, mega Spaß. Ich glaube, ich kann mich mal revanchieren. Sehr, sehr gerne, aber ich denke, wir machen eh immer weiter. Also. Cool, dankeschön. Hier, genau. Tschö, Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Es kommen weitere Interviews, ganz bestimmt, auch mit anderen Leuten. Gut, tschö. Schönen Monat noch.